Ja, willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge Empyreon, und zwar in der Alpha 12.1. Und ja, so offiziell raus. Und ich möchte euch mal heute kurz zeigen, wie das denn ist mit den Stationsdiensten, weil das ist richtig mit eingebaut. Und ja, gucken wir mal. Also ich habe jetzt mal mir ordentlich Geld beschafft. Zwar per Cheat, aber so ist, damit ich euch das zeigen kann. Und jetzt, unser Schiff hat ja gelitten, wie ihr später im Stream, wenn der ja kommt, sehen werdet, weil ich mich mit dem Schiff angelegt habe. Ja, jetzt kaufen wir mal die Reparaturkosten. Das ist quasi das Schiff repariert, müssen wir mal gucken. Und das zeigt es mir leider nicht so an hier. Das doch CPU-Effizienz haben wir ausgeschaltet. Aber ich hätte gern. Das ist auch neu hier. Ach, das geht auch noch. Kann man auch noch einstellen, die Sende. Das ist ohne Geräte. CPU setzt aus. Was ich dann gerne hätte, das können wir mal hier. Ne, wir brauchen mal Flakbaum, ja. Das können wir bauen, das können wir bauen. 3.305, da bin ich auf einem Leiter. So, Marius, können wir denn hier, was gibt's denn hier? Was ist denn das eigentlich? Okay. Nicht bestätigt, okay. So, jetzt gucken wir mal, ob es das wirklich repariert hat. Perz will mal. Gucken wir mal in die Moonkist. Wir haben uns da tatsächlich wieder ein paar Flakgeschosse gekauft. So, jetzt gucken wir mal vorne. Das hat eine ordentliche Beule. Das Beule, da fehlt da was. Gucken wir mal, ob der Kahn wieder repariert ist. Und das hat funktioniert, hat nicht, dass sie uns beschissen haben. J wollte ich. Jetpack. Ja, Kain ist wieder repariert. Hier war ein ordentliches, fettes Loch drin. Und hier oben auch. Also das funktioniert. Aber das sieht doch so aus, als wäre das hier noch verbeult. Jetzt brauche ich mal kurz so ein Ding. So viel brauche ich nicht. Ich habe das dumme Gefühl. Ups. Das repariert halt nicht richtig, ja. Okay, dann das brauchen wir mehrfache Repairs. So also richtig ist die Kiste noch nicht, aber ja, warte mal, da müssen wir nochmal nachhelfen, das lässt nicht. Da müssen wir uns nochmal ein bisschen Kohle holen hier. So, das muss ich nämlich wissen, wie das funktioniert, weil es will ja zeigen, ob man das Schiff vollständig reparieren kann oder nicht. Und das war ja nicht vollständig repariert, wenn es noch Kratzer hat. Wahrscheinlich muss man das mehrfach machen.
Weil, wie gesagt, das ist alles neu. Wir wollen das ja zeigen, wie das funktioniert. Deswegen muss ich hier mal ein bisschen bescheißen. Weil so viel Geld kriege ich unmöglich jetzt in einer kurzen Zeit auf legale Art und Weise. Wir nennen das einfach mal Schwarzgeld. Dann wird es ordentlich aufs Konto einzahlen. So. Was eine halbe Mille durfte er erreichen jetzt, um das Schiff zu reparieren? Das ist relativ teuer, wie man sieht. Dort kaufen. Das war zu weit. Hä? Bin ich denn bekloppt? Ich glaube schon. Aber mal kann nicht wahr sein. Ne, müssen wir drunter, das stimmt schon. Halt, hier müssen wir rein. Schiff. Hallo, Schiff. 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 Ach, dort. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie Flitzebogen. Also das ist, also hier an der Station repairen ist schweineteuer. Nicht beschädigt, so beschädigt. Was ist denn eigentlich das hier? Ach, Sauerstoff, Kraftstoff. Warptank ist voll, das muss ich gekauft haben. Okay, also das ist, okay, jetzt sehe ich, das Loch ist drüber, Pentaxid, Kraftstoff, Sauerstoff, hier Munition, Reparatur, oh, das Schiff ist doch beschädigt. Das verstehe ich halt nicht. Das brauchen wir nicht, das können wir bauen, das können wir bauen. Ja, das ist ganz schön teuer, wie man sieht. Also können wir das hier vollständig reparieren. Was passiert denn, wenn ich das Ding mal kurz ausmache? Okay, das geht ohne. Aber das hat immer noch Kratzer, das Schiff. Also merke, wir brauchen trotzdem noch eine Basis, wie es aussieht. Damit wir das, die kleinen Kratzer noch reparieren können. Gut, so viel zum Thema, wie hieß das jetzt, Stationen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke an alle Abonnenten. Tschüssi.